Ich war noch nie auf einem Wettbewerb. Wir haben zweimal mit der Band mitgemacht und sind zweimal letzter geworden. Das waren aber scheiß Wettbewerbe, aber vielleicht wäre es heute ganz cool. Es gab ja auch schon eine Vorauswahl. Insofern sind die richtigen Gruppen hier und es ist ganz breit gestreut. Und ich glaube, dass wir nicht bewerten, was jetzt direkt Volkstümliches drin ist, sondern einfach, wie das Ganze musikalisch kommt, wie es uns anspricht, wie es uns überzeugt, musikalisch und von der Show. Und lass mal auf uns zukommen. So frei ist kein Wettbewerb wie der hier. C-Dur, F-Dur, E-Moll und auch von S habe ich die Schnauze voll. Alle Akkorde, die geraden und stehen. Also, so ein Grand Prix ist total schön, dass es nicht nur immer so volkstümliche Sachen sind oder Rockwettbewerbe, sondern dass es einmal aufgemacht wird für kuriosere Bands und Zusammenstellungen. Und das ist farbenfroh und das ist, glaube ich, total schön. Ich hasse Musik! Ich hasse Musik! Der Wettbewerb ist definitiv für die Stadt wichtig. Also vielleicht kurz ausgeholt, im ländlichen Raum, wie wir hier erleben, sind Angebote auch, würde ich sagen, für jüngere Zielgruppen unheimlich wichtig. Und wenn man so eine zugkräftige Veranstaltung hat wie diesen Grand Prix der Volksmusik heute Abend, man sieht, der Saal war voll, es war eine super Stimmung hier drin, macht es einfach auch eine gewisse Attraktivität der Gemeinde, der Stadt, des Landkreises heraus. Und deswegen ist uns das wichtig. Auf jeden Fall ist es wichtig und einmal eine schöne Veranstaltung, dass sowas überhaupt passiert, dass die Musiker und Musikerinnen die Möglichkeit bekommen, sich bei so einem Wettbewerb hauptsächlich wahrscheinlich zu treffen, weniger zu messen. An der Stelle auch dem Veranstalter vielen, vielen Dank und großes Dankeschön, dass sie sowas machen. Es ist auf jeden Fall eine schöne Sache und eine wichtige Sache. Wir wissen gar nicht wieso, weil es waren so gute Bands dabei. Wir waren selber oben und haben geschaut, was die anderen Bands so machen. Wir waren echt nervös, weil es einfach so gut war bei den anderen Bands und jetzt ja, total überraschend. Sprachlos. Wahnsinn. Einfach sprachlos.
Ja, es ist nur das ist einfach nur die ein bisschen so. Wir haben jetzt gewonnen. Aha, okay. Morgen checken wir es dann schon. Wahrscheinlich.